Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Walden und ein großes Bauprojekt wird demnächst fertiggestellt. Das Gasthaus. Bevor das soweit ist, können wir aber eine andere Sache noch mit erledigen. Und zwar die neue Apfelplantage. Die will ich nicht vergessen. Die soll auch hier kommen. Und wir müssen nochmal wirklich genau gucken, wo wir sie jetzt anfangen lassen, wie weit wir sie ziehen. Ja, ich würde mal sagen, so ist das in Ordnung. Okay, so. Ich hoffe, das geht jetzt klar. Und nun können die Bauarbeiter weitermachen. Und ich bin ja echt gespannt, was das jetzt wird. Ein großer Moment, denke ich mal, fürs Dorf. Sehr schön. Nebenbei fallen immer noch ein paar Bäume. Der Baum wird jetzt auch durch wegen der Apfelplantage fallen. Wie lange braucht der denn noch? 34 von 60. Na, das ist doch sehr, sehr in Ordnung. Aber das da vorne, dieser kleine Baum, der gefällt mir. Der sieht so ein bisschen... Ich weiß nicht. Der stört da irgendwie. Halt, nee, Quatsch. Hier. Jetzt ist er weg. Oder jetzt kann er weg. Und wir werden es uns natürlich nicht nehmen lassen, dann auch mal mit einer Person dort hinein zu marschieren. Oh, das geht noch höher. Wahnsinn. Was ist das denn für ein Gasthaus? Eigentlich ist es auch noch gleich eine Herberge mit oder so. Ich meinte, vieretagig saufen in diesem kleinen Dorf ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ja, jetzt ist es. Es ist soweit. Wunderbar. Es ist gebaut. Und jetzt wird's interessant. Alkohol. Aus Getreide tatsächlich. Wasser und Hafer. Und alles haben wir, glaube ich, ganz anständig dabei. Insofern kann es losgehen. Und es braucht einen... Braucht es einen Wirt? Ja, es braucht einen Wirt. Aber das sollte auch kein Problem sein, den einen zu unterhalten. Ja, herrlich. Herrlich. Nichts einfacher als das. So, dann gucken wir mal. Wir schnappen dich mal. Ich will mal reingehen. Bist du sogar der Wirt? Ich weiß nicht. Gucken wir uns das nochmal von unten an. Ganz schön so verbaut mit diesen Überständen und hier und da noch was. Alles ein bisschen merkwürdig. Wir gucken mal rein. Okay. Inventar gibt's auch. Ja gut, es ist natürlich nicht eingerichtet. Das wäre wirklich schön. Ich meinte, wenn sie schon diese Innenräume irgendwie zugänglich machen, außerdem liegt hier der Schnee drin, das ist ja auch frustrierend. Wenn sie die schon zugänglich machen, dann wünschte man sich doch, dass sie die auch noch mit einrichten. Das wäre wirklich noch das i-Tüpfelchen an der Sache. So, wir kommen leider auch nicht hoch. Wir können das hier nur so ein bisschen von außen bestaunen. Wir gucken mal von der Seite. Ach, schaut mal, hier geht von außen so eine Treppe hoch. Ist ja auch schön. Und du? Du hast jetzt ein Problem. Nee, doch nicht. Gucken wir hier nochmal von der Seite. Boah, das ist ja bombastisch. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Wie sich das von hier macht. Schaut euch das an. Die Herberge und das Gasthaus. Und da hinten dreht sich die Mühle. Fantastisch. Und alle arbeiten sie fleißig. Schön anzuschauen. Wir müssen jetzt bloß wahrscheinlich an den Wegen noch so ein bisschen was verändern, manipulieren. Aber erstmal ist das ein schönes Ergebnis, dass das Gasthaus jetzt endlich steht. Oh! Hört ihr das? Wunderbarer Sound noch dazu. Man kann ja auch durch die Luft hier so ein bisschen reinfliegen. Ah, schaut mal. Da kommt man auch rein, aber es bleibt dabei. Es sind nur kahle Wände und Schnee auf der Erde von den Bauarbeiten. So, gut. Wir haben Winterende gleich. Oh, da geht's aber auch gleich wieder hier ran an die Felder. Und sehr schön ist, dass die Obstplantage auch gleich fertig ist, weil sie nur Holz brauchte. Zum Glück. Zum Glück. So, sehr gut. Tatsächlich. Hier kann es jetzt ordentlich losgehen. Ich werde es aber auch nur mit einem wieder bestücken. Und zwar dann auch erst im Winter dann, ne? Wir werden die mal hier runtersetzen. 8, sagt er. Nee, muss ich das hier runtersetzen? Ja. Machen wir
mal. Erstmal, dass wir uns daran erinnern. Gut. Minus 3 Grad. Bald geht's wieder los. Wir haben 59 Gesamtbevölkerung, 52 davon arbeiten, 60 Wohnplätze. Ja, das ist die große Frage. Eigentlich würde ich gerne auch mal ein neues Wohnhaus bauen, aber ich habe das Gefühl, irgendwie kommen wir mit unserer Nahrung nicht hin. Das klappt noch nicht ganz so gut. Oh, und das Boot ist auch schon wieder da. Und wir haben Schaf. Wir haben ein Schaf mitgebracht. Oh, das müsste ja jetzt auch bald ein neues Projekt sein. Weil aus Schafen kann man doch dann richtige tolle Wolle machen. Und dann kann... Wie war das nochmal mit der hochwertigen Kleidung? Hier, warme Kleidung. Dazu brauchen wir Wolle, genau. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist ja eine richtige Verbesserung der Situation. Das heißt, wir brauchen jetzt aber einen Ort für eine Schaffarm. Und dafür brauchen wir eigentlich mehr Leute. Ja, jetzt ist die Frage. Was machen wir jetzt zuerst? Ich würde fast sagen, noch wichtiger als die Schaffarm ist jetzt eine zweite Mühle. Und da weiß ich jetzt echt nicht mehr, was... Erstmal, wo das zu finden ist. War das hier? Brennofen? Ne, das war bei den Lebensmitteln. Was brauchen wir dafür? 50 Lehm, 90 Heu. Das haben wir genug. Baby wurde geboren, sehr schön. Oh, wir haben Frühlingsbeginn, aber bei minus 5 Grad passiert sowieso noch nichts. So, gucken wir uns das mal weiter an. 290 Holz, das ist okay. 170 Erz ist auch okay. Das ist gar nicht so schlimm. Ich würde mal sagen, dann machen wir das. Setzen wir das schon mal. Aber ich glaube, wir müssen vorher noch terraformen, so wie es aussieht. Weil so passt es hier nicht hin. 20 mal 20. Das wird nicht so einfach. Achso, hier haben wir sogar so einen Weg hoch. Okay. Wartet mal. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen Zeit für nehmen. Anheben oder absenken ist, glaube ich, jetzt die richtige Wahl. In die Richtung will ich das machen. Jetzt mache ich mal ein bisschen mehr. 23. Machen wir mal hier so 23 mal 23. Dann müsste das eigentlich gut hinpassen. Und jetzt würde ich das... Ja, das wäre cool, ne? Ne, wäre es nicht. Ich würde gerne ein bisschen näher ran, um zu sehen, auf welches Niveau ich das jetzt am besten packe. Ich würde sagen, auf das Niveau der Gebäude hier vorne und das hinten halt... Oder mitteln wir das so aus vielleicht. So, das ist, glaube ich, ganz gut. Das muss jetzt erst bearbeitet werden, genau. Da können wir jetzt noch nichts machen. Aber wir haben ja genug Arbeiter. Aber das machen die... Ja, genau, das machen die Arbeiter, nicht die Bauarbeiter. So, weiter geht's. Gut, wir müssen aber dürfen nicht den Zeitpunkt verpassen, wo dann wieder die Felder bestellt werden müssen. Und da will ich unbedingt... Das können wir jetzt eigentlich ja schon einstellen, ne? Nicht, dass da wieder was schief geht. Also... Wir brauchen auf jeden Fall Flachs, wir brauchen auf jeden Fall auch Hafer. Und dann würde ich gerne mal den Kürbis probieren. Wir lassen mal hier den Mais. Hafer lassen wir hier auch. Hier oben machen wir mal statt Kartoffeln einmal Flachs. Vielleicht kriegen wir da auch zwei Ernten hin. Und hier probieren wir mal den Kürbis aus. So, okay. Und hier kommen die Kartoffeln hin. Viermal Kartoffeln. Ja. Ich hoffe, das genügt. Wir sind bei 1754. Immerhin doch deutlich mehr als beim letzten Frühling. Ich hoffe, es hält auch bis dahin. Allerdings zieht sich der Frühlingsbeginn hin, was sehr schlecht ist. Vielleicht sollte man dann vom Mais absehen. Ich weiß nicht so richtig. Recht. Weil der sehr langsam wachsend ist. Ja, ich glaube, wir sehen diesmal vom Mais ab. Mal gucken, vielleicht klappt es ja noch und machen hier doch Weizen. Lasst uns das davon dann immer abhängig machen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Minus 3 Grad und es ist immer... Ach, Mensch. Oh ja. Ja, es sieht natürlich ganz schön heftig aus, was wir hier gebaut haben, aber okay. Die sind auch fertig. Aber eine viel bessere Methode fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht ein. Hier die Mühle vernünftig hinzusetzen. So. Dann kann das hier losgehen. Müssen wir hier speziell was... Ne, ich denke nicht.
Okay, ein Hirte starb an Altersschwäche. Aber ich habe das Gefühl, dass das so langsam, aber sicher ein ganz guter demografischer Rhythmus ist, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ihr wisst, was ich meine. Es wird geboren und es wird gestorben. So wie sich das gehört. Der Kreislauf. Es darf nur nicht alles gleichzeitig passieren. Erstmals sehen wir hier tatsächlich Blumen am Grabstein. Sehr schön. Das heißt, das hat jetzt irgendwie funktioniert. Oh, ach so, und der ist wahrscheinlich hier in der Nähe gestorben. Ja, schaut mal, hier sieht man noch den Sterbeort. Und deswegen brennt das jetzt, während der andere im Umkreis der Kirche gestorben war. So, wir haben, oh, wir haben plus ein Grad. Wir müssen was tun. Wir müssen jetzt. Puh, warte mal, wir müssen jetzt mal hier durchgehen. Ich habe das alles teilweise hier blöd verstellt. Plus zwei. Plus zwei. Hier ist richtig, hier ist es nicht richtig. Hier ist zwei, hier müssen wir runter. Und hier auch runter. Und jetzt müssen 16 Leute hier ran. Und im Moment haben wir die gar nicht. Achso, die müssen natürlich aus den Minen jetzt wieder raus, genau. So, jetzt haben wir da 16, aber das reicht immer noch nicht. Jetzt muss auch der Schmied aufhören zu arbeiten. Der Schneider kann jetzt auch aufhören zu arbeiten. Der Schmelzer kann auch aufhören zu arbeiten. Alles okay soweit. So, Fische läuft sowieso. Holzhacker brauchen wir jetzt nicht mehr drei, da bleibt einer. Hier bei den Bienen und der Obstbauer. Ja. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, erstmal so die Normalausstattung wieder. Das heißt, wir haben drei Handwerker, das ist okay, und zwei Arbeiter. Das finde ich okay. Das ist, damit kann man weitermachen. Und wir haben 1200 Gemüse, also 1000 mehr, sage ich jetzt mal, als beim letzten Frühling, als wir hier die Staffel begonnen haben. Insofern ganz gut, allerdings müssen wir jetzt auch wieder bedenken, wir haben ein Feld weniger. Ein Feld weniger, was wir jetzt mit Nahrungsmitteln bestellen. Ja, das ist allerdings wiederum doof. Ja, jetzt ist halt die Frage, wagen wir uns trotzdem daran, ein neues Wohnhaus zu bauen, ne? Ich meinte, wenn das jetzt mit der Mühle anläuft, dann kann es natürlich sein, dass das dann mit den Nahrungsmitteln wieder besser klappt, dass wir diese hochwertigeren Nahrungsmittel besser herstellen. Insofern würde ich das fast riskieren, hier ein neues Wohnhaus zu planen. Können wir eigentlich auch schon mal hinstellen. Normales Haus, das könnte man natürlich auch mal machen, aber das ist auf einen Schlag, bringt das natürlich ganz viele Leute, die wir dann mit Sicherheit nicht ernähren können. Ich weiß auch nicht so recht. Ich glaube, wir machen wieder ein kleineres. Hier daneben würde ich es gerne stellen, das passt auch. Okay. Ist wirklich nicht ressourcenintensiv. Da müssen wir bloß aufpassen, wenn das gebaut ist, werde ich es gleich upgraden, so dass das nicht schief gehen kann. Gut. Hier, das dauert jetzt noch seine Zeit. Ja, soweit alles in Ordnung, würde ich sagen. Zwar ein bisschen wenig Handwerker, aber das haut schon irgendwie hin. Ich bin auch gespannt, ob jetzt hier der Wechsel geklappt hat, ob die jetzt das Richtige anbauen. Hier oben hat es auf jeden Fall geklappt. Hier ist Flachs jetzt dabei. Und ich glaube, das soll wohl auch Kürbisse werden. Ist natürlich absurd, dass das so sieht es natürlich nicht aus, wenn man Kürbis pflanzt. Aber gut, egal. Man sieht zumindest schon, dass hier es tatsächlich Kürbis werden soll. Hier haben wir ja Weizen diesmal gemacht. Weil der Winter so lang war. Ich glaube, das war auch eine gute Entscheidung. Und hier, ja, wisst ihr was? Ich glaube, wir knallen auch mal diesen dicken Baum da jetzt weg. Ich hätte ja gedacht, dass der mit der neuen Obstplantage fällt. Aber der kann jetzt auch mal runter.
Wie sieht es überhaupt sonst aus mit den Bäumen? Ich denke mal, dieser Baum, der ist ganz, ganz hübsch. Diese Birke können wir da auch stehen lassen. Ja, bei dem Gasthaus, das gefällt mir irgendwie nicht. Die sind so mickrig. Die sollen mal weg. Das dahinter. Ja, den nehmen wir auch weg. Hier, den nehmen wir weg. Okay. Und das andere finde ich alles ganz gut. Der wird sowieso weggenommen. Alles okay soweit. So, schön. Ach so, jetzt ist die Frage, nächste Expedition, ne? Ich würde ja gerne noch einen Esel dazu bekommen. Ich glaube, wir statten mal wieder eine Expedition aus. Müssen dann wieder sperren. So. Und dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir als nächstes ja eigentlich noch ein Feld machen müssen und die Schafweide, was Landwirtschaft betrifft. Das wären so die nächsten Ziele. Aber immerhin, die Leute sind, schaut mal, die gehen auch in die Gaststätte rein. Die holen sich da wohl irgendwie ihren Alkohol ab oder was? Warte mal, ich will das mal gucken. Trägt Ressourcen. Ach nee, das ist der Gastwirt, der holt da nur Zeug für die Gaststätte. Aber die geht jetzt da rein. Was macht die denn da? Trinkt Alkohol, tatsächlich. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Das ist jetzt ihr Job. Trinkt Alkohol. Wir verfolgen sie mal. Sie bleibt da stehen. Und hat Alkohol getrunken und geht jetzt irgendwie essen. Gut, bei der Gelegenheit können wir uns jetzt mal die Wegeführung angucken, die jetzt hier also ein bisschen durcheinander gekommen ist. Ich sag mal, die Leute sollen ja nicht hier rumgehen, das ist schon okay, aber hier sollen sie lang gehen. Das heißt, da müssen wir für einen Weg sorgen. Auf jeden Fall. Und das hier ist ja auch alles total durcheinander gekommen. Jetzt muss hier ein Weg gehen. Okay, das ist gut. Oh ja, das sind ja hier mehrere Terrassen. Aber ich denke, hier können wir auch einen Weg anlegen. Das passt. Hier zwischen würde es sogar auch gehen, aber nur bis hier dann. Ja, das ist nicht so schön. So, hier ist es. Das ist jetzt doof, das genau in der Nacht zu machen. Hier ist so ein bisschen kunterbunt, aber das ist nicht so schlimm. Beziehungsweise wir können hier noch eine Abkürzung anlegen. Und hier nehmen wir mal was weg. Das sieht nicht mehr so gut aus. So. Okay. Es wurde übrigens schon gefragt, ja, irgendwann werden wir sicher auch pflastern, aber das sind dann wirklich so Luxussachen. Die machen wir dann erst, wenn wir uns es, ja, wenn wir uns es wirklich hier leisten können. Im Moment erscheint mir das noch nicht nötig. So, hier kommen wir noch auf Feldweg rüber und hier hinten würde ich auch noch gerne einen ranziehen. Okay. Hier soweit alles in Ordnung. Ich denke ja. Hier kann noch einer ran zum Krankenhaus. Gut. Ja, sehr schön. Prima. So, wir haben spätes Frühjahr. Oh, was sehe ich? Es sind schon wieder. Das ist ja so wie beim letzten Mal. Doch gelaufen. Verdammt. Wir haben schon wieder kein Gemüse mehr. Wir müssen was tun. Wir müssen jetzt erstmal die Sammler wieder ansetzen. Ach, ich hätte gedacht, das läuft diesmal besser. Aber tut es nicht. Und das heißt, wir müssen auch das Fleisch freigeben und den Fisch. Und die Eier können wir auch freigeben. Dann sollte das erstmal helfen. Ah, das wird jetzt doch ein bisschen knifflig. Jetzt, wo wir sogar noch ein neues Haus bauen und so weiter.
Wir brauchen auf jeden Fall neue Felder. Das steht fest. Also ein neues Feld und ich meine, Schafe bringen ja vielleicht auch dann nochmal zusätzlich Fleisch. Vielleicht reicht das ja dann. So, und die Mühle, was ist mit der? Die ist auch bald fertig. Ah ja, okay, da sind sie fleißig am Bauen. Ja, also von der erhoffe ich mir auch einiges, dass sie dann deutlich mehr Mehl herstellen und dass wir dann mit vier Bäckereien wirklich auf volle Pulle arbeiten. Das sollte auch noch ein bisschen entspannen und das zusammen dann mit dem weiteren Feld. Ich hoffe, dass wir dann unsere Probleme hier in den Griff bekommen. Aber das sind im Prinzip immer nur wieder Justierungen. Man wächst, man muss wieder nachjustieren und so weiter. Dann muss man wieder wachsen, weil man wieder mehr Arbeitsplätze schafft. Ein ewiges Nachjustieren, wie in der echten Gesellschaft eigentlich auch, bloß auf einem überschaubaren Niveau. Also, dann wollen wir mal in der nächsten Folge weiter justieren. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwald.